Hallo meine Zuschauer und willkommen zum mittlerweile schon dritten Part von Rollercoaster Tycoon 3. Ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, hey, so dritten Part, es gab doch gerade einen. Habt ihr recht, aber dieser ist anscheinend sehr scheiße, weil es übelst rumgeflackert hat und war whatever, ich weiß nicht warum. Deswegen nehme ich jetzt einfach nochmal einen neuen dritten Part auf. Und da wir diese Achterbahn ja jetzt schon gebaut haben, würde ich einfach sagen, was passt halt einfach besser als noch eine Achterbahn zu bauen. Ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen merkwürdig, aber naja, ne? Kann man ja machen. Ich meine, wir haben hier genug Platz, also ja. Ich würde sagen, wir bauen da noch einfach einen Himmelstürmer. Ui. Der hat aber kein Kettenlift, das ist blöd. Also bauen wir mal schauen. Stormrunner. Hat der einen Kettenlift? Hat er auch nicht. Warte mal, die Frage ist natürlich, kann ich ihn losschießen lassen? Das wäre natürlich dann wieder ein bisschen was anderes. Machen wir mal kurz den hier. So, weil, wenn ich jetzt nämlich gucke, ob ich okay, er wird abgeschossen. Ja gut, dann ist gut. Dann ist schön. Das ist gut, dass er abgeschossen wird. Das heißt, wir können mal kurz gucken. So, dann schieß mal los. Ich kann gar nicht. Yeah, Alter. Nice. Das könnte eine geile Bahn werden, glaube ich. Starterabschnitt, was ist das denn? Achso, das ist der. Ja gut, das gibt irgendwie Sinn. Ja. Der muss ja hier nicht so. Der muss ja nicht unbedingt hier. Warte, das finde ich echt schön, dass ich damit direkt sehen kann, ob der das schaffen würde, da hochzukommen oder nicht. Schauen wir mal, schafft er das hier? Yo, Alter, ist eine Maschine, Jungs. Das ist aber eine richtige Maschine. Halleluja. So, jetzt machen wir hier. Oh, kann ich nicht runter? Ach komm. Erzähl doch keinen. Dann ist die Bahn ja sei mal ein bisschen langweilig, aber naja. Wir wollen ja viele verschiedene Bahnen hier einbauen, ne? So ist es ja nicht. Nee, so ist es ja. Sorry, ich kann mir auch nicht denken. Oh, das ist aber knapp hier, ne? Die Bahn ist eigentlich nur relativ klein, die soll eigentlich nur zum Speed dienen. Ah. So, machen wir hier ein bisschen den hier, dann gehen wir hier gerade, gehen wir hier, machen den ein bisschen, so dass er aus. Nicht ausgehen, ausgehen ist klar. So, hier noch ein bisschen Sven nach oben. Weiß nicht, wie ich die hier alle ansteuere, aber naja. Soll das so machen? Und da geht's hier wieder straight nach unten. Oh. Das kann ja schwierig werden, sagen wir mal. So, und den Rest lassen wir alleine verbinden. Ich glaube, das sollte der hinkriegen, oder? Kannst du es generieren? Stimmt. Oder?
Wo sind wir denn gerade? Ach, komm, Mann. Die Streckenteil kann dort nicht platziert werden. Wo sind wir denn hier? Da sind wir, okay. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur so nach rechts, ja. Und jetzt gehe ich einfach hier langsam hoch. Und kann jetzt eigentlich. Keine Lösung. Eigentlich keine Lösung. Wie kann man denn hier keine Lösung haben? Also echt. Seht ihr? Klappt doch. Wunderbar. Komm, wir fahren mit. Ich will wissen, wie das ist. Oh Gott. Ui. Ja, doch, das ist. Oh. Also, wer schnell mag, ist hier auf jeden Fall richtig. Und wieder zurück nach unten. Ui. Alter. Ich will gerne mal wissen, was die Werte sagen. Boah, ey. What? Wieder kommt er nicht hoch. Oh, shit. Aber oh, wir fahren den Weg einfach rückwärts. Okay, ich etwas tun, was ich nicht so gerne tun würde. Tun würde, tun würde. So, ich habe geringe Reibung gemacht. Der sollte da jetzt locker hochkommen. Geringe Reibung macht sogar noch weniger. What? Nee, 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 das kann doch nicht sein. So, start noch mal bitte. Wir versuchen es doch mal. Los geht's. Wir sollten jetzt ungefähr doppelte Geschwindigkeit haben. Ja, haben wir definitiv, glaube ich. Mit geringen Reibung ist das schon. Uiuiui. Doch. Komm schon, da müssen wir jetzt hochkommen. Ja, easy, sage ich doch. Ui, und da ist das Ziel. Boah. Also, was sagt hier? Noch nicht bewertet. Okay, Intensität ist extrem. Übelkeit ist auch sehr hoch. Ja, aber wir haben dafür jetzt eine funktionierende, improvisierte zweite Bahn. Sag zweite, weil, ihr wisst, glaube ich, warum. Oh, das ist ein schönes Bild. Das ist definitiv ein schönes Bild. Das nehmen wir jetzt Thumbnail. Ja. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao. Leute.